Stefan Emroos, Eifersuchtsdrama um diesen Mann. Das könnte Stress geben. Anna-Karina Wojcik kam einem attraktiven Kollegen ganz schön nahe. Das dürfte Stefan Emroos, 45, gar nicht gefallen haben. Normalerweise gibt es ihn und Partnerin Anna-Karina Wojcik, 29, nur im Doppelpack. Egal, ob Konzerte, TV-Auftritte oder Aufnahmen im Studio, er und seine Liebste absolvieren die Termine immer gemeinsam. Bis jetzt. Denn seine Ehefrau gab gerade eine Schlagerparty. Mit dabei waren nicht nur Beta Elitze, 82, und Sängerin Eva Lutschingö, 33, sondern auch DJ Pierre. Der führte durch die Show, sorgte für gute Stimmung und um ihn könnte es jetzt sogar ein Eifersuchtsdrama geben. Ich freue mich total, dabei zu sein, erklärte der gut aussehende Traummann in einer Instagram-Story. Anna-Karina erwiderte daraufhin begeistert: Danke, dass du dabei bist, und Stefan. Der stand zur Abwechslung mal nicht mit auf dem Programm, ungewöhnlich. Hatte sich die hübsche Blondine diesmal etwa durchgesetzt, verlangt, mal ohne ihn im Rampenlicht zu stehen? Oder wollte sie einfach in Ruhe Zeit mit dem Kollegen verbringen? Für Stefan sicherlich ein Dorn im Auge, sonst hatte er sie doch immer im Blick. Und das nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne. Zu groß war für ihn wohl die Gefahr, dass Anna-Karina mit zu vielen Männern in Kontakt kommen könnte, Produzenten, Background-Tänzer, Fans. Und nun das. Ob sich der gebürtige Bayer wenigstens bewusst darüber ist, dass dieses Verhalten übergriffig ist. Klingt nicht so? Ich habe die tollste und schönste Frau auf der Welt. Dass da mal ein paar Männer Augen hinterher schauen, macht mich ja nur stolz, aber eine gewisse Eifersucht ist doch was Gesundes, so Stefan unschuldig.